So, ich bin jetzt wieder drin und ich bin wieder reingekommen, weil irgendwie mein Kumpel spielt auf der deutschen Seite irgendwo und ich habe momentan Lust und vor, Russen zu spielen und deswegen bin ich, als Russ bin ich irgendwie nicht in die Dreier reingekommen, in die Zweier reingekommen, deswegen bin ich wieder zurückgegangen auf die Einser und wir spielen jetzt hier weiter. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich bleibe bei der I15. Ich, wie gesagt, ich könnte auch eine I16 fliegen, aber naja, 380 zu 445. Ich bin ein bisschen schneller, aber bisschen. Ich bin hiermit ein bisschen wendiger und damit kann ich, glaube ich, keine Bomben tragen. Das heißt, wenn ich irgendwie nichts abschieße, kriege ich überhaupt keine Punkte. Ich starte mal von hier oben, fliege hier einfach drüber, schmeiße die Bombe drauf und dann gucke ich mal, was ich dann ansonsten machen kann. Oh, also ich habe hier irgendwie Bomben oder Raketen. Raketen brauche ich nicht. Das ist eigentlich nur für Bomber killen und das Problem haben wir momentan nicht. Das sind meistens Stukas, die da ankommen. Ja, also ich könnte jetzt natürlich die Stukas mit den Raketen abschießen, aber ach, machen wir das dann so. So, ich resette den Head-Tracker wieder ein bisschen. Der ist, wenn man irgendwie, den muss man ab und zu resetten, wenn das, wenn man lange Zeit außerhalb des Spiels war, dann fängt er an, sich auf andere Dinge zu fokussieren. Also er fokussiert sich immer ein bisschen selbst auf die Bildschirmmitte. Und wenn man andere Sachen nebenbei macht, dann kann das eben passieren, dass das nicht funktioniert. Das war irgendwie ein schlechter Start. Ich habe die Nase nicht runtergedrückt und ihn sauber abheben lassen. Insofern, das hätte ich besser machen können. Immer Selbstkritik üben, immer gucken, wo kann man was verbessern. Oh, guck mal da, wir haben wieder eine direkt vor der Nase ein kleines Schlachtfeld, was die Flugzeit irgendwie reduziert und vielleicht kriegt er auch ein paar Targets, die ich so also ein paar Gegner, die ich abschießen kann. Das wäre auch ganz cool. Wie ein blödes Stück zum Beispiel. Der Trecker ist sehr, sehr schön, wie man sieht. Der ist ziemlich toll und ich kann damit eben Sachen machen, die man ansonsten mit Treckern nicht so hinkriegt. Mit den normalen. Also ich kann sehr, sehr fein gucken. Das ist aber noch nicht die endgültige Version. Da werde ich nochmal irgendwie die Mathematik komplett überarbeiten, so dass zum Beispiel, oh, ist er abgestürzt. Ach, brillant. Ich sage, die Deutschen begehen haufenweise Selbstmord. Ich werde zumindest abgeschossen. Das ist doch schon mal etwas. Interessanterweise sind die Deutschen momentan zahlenmäßig ein klein wenig überlegen, was oh, das hat sich geändert. Nee, nicht wirklich. Wieso haben wir eine U87 auf unserer Seite? Was soll das denn? Seit wann das denn? Seit wann fliegt Russen U87? Der Rest ist ja okay. Ja, also wir haben irgendwie eine Menge Doppeldecker. Wir haben das sind alles Anfangsmaschinen, also hier sind alle Totalanfänger wahrscheinlich. Eine LAK 38 ist fast eine Anfängermaschine. Die I-15M22 ist auch eine Anfängermaschine. Die I-15 Bis, das bin ich. So, damit habe ich irgendwie sozusagen nicht Top Tier, wenn man so will, auf unserer Seite. Auf der anderen Seite fliegen sie ziemlich viel Stukas, was ich auch verstehe. Und die sind ziemlich hart, ehrlich gesagt. Also auf diesem Niveau sind das Könige. Also in der Stuka hat man hier wirklich eine ganze Menge zu melden. Ihr könnt mir Kommentare geben zu dem Spiel, was ich hier so mache und ob ihr das mögt, wie ich den Bildschirm aufgestellt habe oder ob ihr findet, dass ich das besser machen soll. Ich gehe wieder hier in die Karte, vergrößert das und ich sehe schon, das sind jede Menge Fahrzeuge. Ich hoffe, dass das keine Panzer sind. Und irgendwelche leichten Panzer, die können wir noch wegknallen. Ansonsten ist das irgendwie nur noch für Bomber. Also ich gehe aber gleich in die hintere Reihe. Da sind dann meistens die Targets, die ein bisschen weicher sind. Ich habe aber diese blöden Bomben an Bord. Und die kommen erstmal weg. Ich habe mit dem Bombenwerfen meistens nicht so viel, besonders viel Glück. Also eine große Basis treffe ich eigentlich immer, aber
mit den Panzern, da ich irgendwie 3 Sekunden Verzögerung habe, fahren die einfach vorbei. Also man muss ja irgendwie diese Bomben auch schon ziemlich direkt auf den Panzer drauf werfen, damit das funktioniert. Vielleicht kriege ich aber auch eine Pillbox, also praktisch eine von diesen Geschützstellungen, das müssen wir mal gucken. Wenn das ein bisschen wackelt, das ist dann hoffentlich hier irgendwie rum und sowas. Guck mal, da ist ja irgendwas. Das ist ja riesengroß. Was ist das denn? Nicht im Ernst. Fuel Starvation. Unglaublich. Aber sowas passiert. So, und ich habe gesagt, irgendwie, wenn man sehen will, ob das funktioniert oder nicht, also ob man Ziele irgendwie reinkriegen kann oder nicht, kann man ein bisschen quer dazu fliegen. Und was ist das denn jetzt? Wieso ist das verschwunden? Achso, das war irgendein Bug. Ich bin viel zu weit ab von der... Nee, das war ein Ziel, aber es war ein Ziel, das ich nur dadurch, dass ich... So, wenn man auf den Boden guckt, tauchen manchmal Ziele auf, die man bekämpfen kann, weil man sie sieht. Und das hilft einem, die zu identifizieren. Nachdem man weiß, dass sie da sind, kann man dann auch was gegen sie tun. Das ist bei Battle of Stalingrad wohl anders. Guck mal, da sind Ziele auf dem Boden. Und das ist... Hier ist... Gucken wir erstmal, was das ist. Was ist das mal an der Zeit? Guck mal, da ist ein Geschütz. In der Mitte ist auch irgendwas Großes. Ich weiß nicht, ob das... Ne, da ist eine Pillbox, ne? Ist das eine Pillbox? Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich bin auf jeden Fall unglücklich damit, dass ich diese blöden Bomben an Bord habe. Die machen mein Flugzeug nicht so richtig schwer. Das ist nix, ne? Ne, ist nix. Okay. Dann ist das vielleicht eine Pillbox. Ja, das ist eine Pillbox. Und da ist aber auch noch ein Flugzeug, oder ist das mein Schatten? Das ist mein Schatten. Ist das eine Pillbox? Ne, das ist nur was Totes, oder? Ja, es ist gar nicht so einfach, das zu identifizieren. Da vorne ist noch was. Das ist, man muss dann gucken, dass man das nicht auf Bombenkrater schmeißt. Ich habe ja nur 2 von diesen Bomben. Und ich kann nur beide auf einmal abschmeißen. Das hier sieht aus wie... Probieren wir es doch mal. Boah, war mäßig guter Treffer, aber es war nix. Sag ja, es war nicht. Und damit sind meine Bomben weg. Die Frage lautet, ich suche mir mal andere Targets, die klarer auszumachen sind. Das ist, nicht sehr überzeugend, ehrlich gesagt. Das Ding da in der Mitte sieht eigentlich wieder etwas aus, was hier ein Target ist. Das ist gar nicht so einfach. Da ist was. Das ist ein Target. Seht ihr? So. Ich kann nicht mehr so viel reden, weil der Fini schon schläft. Achso, ja, ich bin irgendwie tatsächlich am Aufzeichnen. Ich weiß nicht, ob du gerade mit aufgezeichnet wirst. Das wäre natürlich witzig, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass du... ich rede gerade mit Chrissy. Ich zeichne gerade, ich bin in der, wieder in der Enduring Confrontation 1. Ich habe in der 2er keine Plätze gekriegt. Und ich habe drei Manöverkills gekriegt, irgendwie bei dem, was ich hier irgendwie eben drin war. Und jetzt versuche ich gerade irgendwie ein paar Ground Targets zu machen, zu erklären, wie man sie findet und wie man sie bekämpft. Und ich stelle mich irgendwie nicht besonders schlau an momentan. Ich weiß nicht. Aber ich habe gute Kämpfe hin. Oh, jetzt habe ich hier irgendwie. Jetzt habe ich hier irgendwo ein Tage. Ich habe irgendein Flugzeug. Da ist ein Flugzeug. Hahaha. Oder ist es Schatten? Das ist ein Schatten. Aber ich höre, dass hier irgendwas ist. Na, ist das ein Freund. Da ist er. So. Dann wollen wir mal sehen. Ich hole mir mal diese komische Platzstellung da unten. Ja, du brauchst nicht so viel zu reden, Chrissy. Ich quassel so vor mich hin und lade das später hoch irgendwie. Ich habe vor allen Dingen
so kleine Anfängertipps gegeben und so ein Kram. So, mal gucken, ob ich den jetzt finde. Ja, das über diesen, über diese Zieloptik, das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Das ist mit anderen Sachen viel besser. Wo ist er denn jetzt? Ich mag an den Deutsch gegen Amis, ist einfach cool. Ja, Deutsch gegen Amis ist cool. Ich habe so Corsairs und Hellcats und sowas habe ich abgeknallt. Ich könnte dein Audio-Stream mit reinnehmen, da vorne ist er. So. Jetzt wollen wir mal sehen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den kriegen. Das wäre mein erster vernünftiger Kill hier. Woll! So, weg ist das Ding. So, ein bisschen was muss ich ja für die Zuhörer irgendwie haben, obwohl es sowieso keine Sau. Ich hab das alle reingeladen und ich habe ein View. Das ist, glaube ich, aber Schicksal. Und da lachen später irgendwie alle, wenn ich das Millionenpublikum habe, lachen alle drüber und sagen, was ein View, du bist so wie der häufigste YouTuber aller Zeiten. Und ich glaube nicht. Man kann auch irgendwie schwer irgendwie sagen, ob das überhaupt ankommt, was ich hier mache oder nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie ganz hübsche Tipps gegeben zum Fliegen, glaube ich, heute. Also diese Geschichte, wie fängt man die P39 ab, wenn sie irgendwie absemmelt oder sowas. Das war ganz cool, da habe ich mir irgendwie halt ein bisschen Mühe gegeben, das rauszukriegen, wie man sie am besten... Oh, da oben, was fliegt, so. Da ich meine Blauen... Ja, da schießt sogar. Und da schießt hell. Und das heißt weiß. Oh, jetzt kriege ich... Oh, what, das war ein zweiter. Okay. Kerl. Jetzt nicht nochmal ein Manöverkill, Wenn der sich wieder so um. Die Deutschen bringen sich immer um, wenn sie mich sehen. Ich weiß auch nicht. Ich will endlich mal einen davon nach Hause nehmen. Warum stirbt er nicht? Ich bin voll drin. Wahrscheinlich zu treffen oder so, ich weiß nicht. Ich habe bestimmt einer nach 6. Ne, der zieht irgendwie Soße hinter sich her. Der kocht doch nicht an Bord, oder? Der kocht was. Das sieht aus wie Tee oder sowas. Das gibt's doch nicht! Ja, siehst du, ich habe einen Ananas 6, habe ich doch gesagt, dass ich einen Ananas 6 habe. Nee, das ist nicht, das ist aber ein Friendly, den ich Ananas 6 habe. Brillant, brillant, brillant. Und. Mal sehen, ob ich die. Ich will diesen Kill haben, ich will ihn haben. Und das ist eine Messerschmitt, die fliegt mir langsam aber sicher weg. Es sei denn, dass ich sie jetzt abschieße. So, ich gehe nochmal ein bisschen dichter rein. Wenn ihr übrigens das Problem habt, Leute, dass eure MGs klemmen, ist die Waffen, ihr könnt die Waffen praktisch bei Logistik, könnt ihr Waffenwartung skillen und dann reduziert sich die Wahrscheinlichkeit rapide. Das ist auch so ein kleiner Anfängertipp, den ich euch geben kann, den ich rausgefunden habe. Und. Na? 1000 Schuss noch. Na komm schon, Messerschmittchen. Tu mir den Gefallen, wird langsamer. Komm, dreh um.
Du hast auf mich geschossen. Warum schießt du auf mich, wenn du nicht kämpfen willst? Bleib doch da. Also Chrissy, es ist wirklich niedlich, um wie hier die Leute sind genauso beschissen wie ich. Ja, das ist so prima. Da fragt sich sicherlich, wie viel Munition hat der Kleine? Ja. Viele, 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 viele Schuss. Aber das Problem ist, ich habe eine russische MG und die russischen MGs sind nicht besonders gut. Das heißt, ich brauche wirklich sehr, 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 sehr viel Munition, um eine fucking Messerschmitt kaputt zu machen anscheinend. Oh, wo bin ich denn in der Map? Ich kriege ja zu viel. Oh, ich bin irgendwie fast bei der gegnerischen Basis. Also drehe ich mal langsam um. Das hat keinen Sinn. Und da kommen wir weg. Ich hasse das. Das habe ich nicht verdient. Ja, ja, ja. Wie sollen die anderen Al-50 sollen. Al-15 sollen wir, also sollen wir das holen. Ich fliege jetzt zurück. Wieder irgendwie hier. Das auch nicht. Ich gehe mal wieder ein bisschen runter. Das ist mal schon. Also ich bin irgendwie vorhin von der Flak dermaßen zusammengeschossen worden, Chrissy, dass ich, dass es ein Wunder war, dass ich irgendwie im Leben zurückgekommen bin. Ich hatte keine Querruder mehr. keine Querruder mehr. Und ich hatte. Ja, das ist ein Friendly. Sehr schön. Und ich glaube, ich muss jetzt aber dringend zurück, weil ich habe nur noch 800 Schuss Munition. Das reicht, glaube ich, nicht für einen Kill. Nicht unter den Umständen hier. Es war schon. Hast du eine During Confrontation 3 Maschine? Eine Dreier, weiß nicht genau. War eine Dreier ist auf. Dreier? Nee, also nicht wirklich. Also die sind die alle. Ja, damit könnte ich reinkommen, aber es reicht nicht, weil ich brauche ja eine, die die nicht super ist. Sozusagen, ich brauche ja 3-3 bis sowieso, ne? 3-0 ist ja gar nicht drin. Die kann ich zwar mitnehmen, aber die ist nicht ausreichend. Eine 3-3er habe ich noch nicht. Glaube ich. Aber das ist ja kein Spiel, ne? Ja, das ist dann habe ich eine einzige Maschine. So, ja, da sind überall Leute, aber ich will irgendwie momentan keinen Kampf haben, weil ich irgendwie keine Munition mehr habe. Das versteht ihr sicherlich. Eine I-16. Die I-16 ist auch nicht viel schneller als ich. Nein, genau genommen ist sie langsamer als ich. Oder sie fliegt reduziert oder sowas. Möglich. Unsere Base ist under attack, wie es so schön heißt. Die Frage lautet, wo? Ach, Schuss habe ich noch. Oh, da wird geschossen. Das ist irgendwie ganz hübsch. Achso, übrigens, als Tipp für die, für das, dass ihr damit ihr seht, was dort abgeht, wie gesagt, man kann dieses FAA aktivieren und ein bisschen auf Kontrast schalten. Oh, nicht Kontrast, auf Sharpness schalten. Und dann werden alle Pixel mit. Was ist das? Habe ich einen hinter mir gehabt? Das war auch ein Friendly. Nee, dann war es AAA? Hier? Ja, also. Ja. Fick dich.
erstmal sehen, wo der gutste ist. Ich gehe mal wieder in die Antennen. Okay, geh mal in die Antennen und ich komm nachher nochmal wieder. Und ich sehe erstmal zu, dass ich irgendwie auftanke und mein Flugzeug ein bisschen verbessere. Ich habe hier irgendwie eine Messerschmitt, die an mir dran gehangen hat eben. Das ist irgendwie ziemlich fies, ehrlich gesagt, mit der Messerschmitt gegen diese Maschine. Das ist recht nicht ganz fair. Was ich jetzt hier mache, ist, ich fliege einmal über das Airfield. Das heißt, wenn er mir irgendwie folgen will, dann schwimmt durch unsere Flagge. Und ich fliege dieses Airfield von der anderen Seite an. So. Geschwindigkeit 300 Stundenkilometer zu hoch. Das werde ich jetzt ein bisschen ausbremsen. Geschwindigkeit für eine Landung. Zu schnell. Das ist eine holprige Landung, alter Falter. Tja, wie viele Deutsche sind in diesem Spiel? Geht so. Wir haben aber jede Menge Inaktive, naja, auf der anderen Seite auch. Geht so. Und wir haben irgendwie ganz weit oben, das ist immer friendly, glaube ich. Okay. Fliegen wir mal wieder. Start, Nase runter und ab dafür. Oh, da vorne ist wieder ein Schlachtfeld. Schweifen, das geht ja nicht so nah. Chrissy, soll ich irgendwie Teamspeak mit reinnehmen in meine Aufzeichnung? Aber ist gar nicht mehr da, ne?
zu sehen, normalerweise. Weil ich irgendwie ein bisschen Rauch in deinem Herz ziehe. Das Schöne an russischen Motoren ist, sie kühlen sofort ab. Das heißt, man kann fast immer Rap gebrauchen, wenn man Lust hat. Oh, ich komme kaum voran. Was ist denn hier los? Ich bin schon ziemlich zusammengeschossen. Cover me, sagt er. Aber hat mich erstmal irgendwie angeschossen vorher. Ja, wenn du willst, dass ich dir Deckung gebe, dann darfst du irgendwie deine Friendlies nicht irgendwie zusammenschießen, bis sie irgendwie kaum noch einsetzbar sind. Das war nämlich nicht der Deutsche, der mich irgendwie so zugerichtet hat. Das waren die I-16, ich hab's genau gesehen. Brillant, brillant, brillant. Ja, ich bin friendly. Jetzt schon wieder die nächste irgendwie Landung unter Kriegsbedingungen. Unsere Landebahn ist mal Speed weg. Vielleicht machen wir jetzt diesmal mal eine Landung, die auch mal so genannt werden kann wie Landung. Das ist immer so eine Sache, wenn man Speed wegnimmt und man so zusammengeschossen ist. Sich schon nicht mehr so super, die Maschine. Ihr seht das auch im Joystick-Aufschlag, dass ich irgendwie ganz schön mit der Maschine kämpfe. 40%. Ich gehe nochmal da runter. 200 Stundenmeter ist ein bisschen viel für einen Doppeldecker für die Landung. 150, 100, 160, 150 wäre es irgendwie okay in dem Zustand. Ich gehe mal ganz einfach weg. So. Irgendwie geht. 200? Also 200? Aber nicht ernst. Also man kann mit. So. Jetzt kann ich, glaube ich, langsam genug. Ah, geht nur noch ein bisschen. Und ich mag das ganz gerne. Mit einer Pirouette zu landen, in so einem Fall, als über den über die Landebahn hinaus zu schießen und nicht repariert werden zu können. Okay, wie sieht es eigentlich aus? Es sieht irgendwo nicht so gut aus für uns. Es hat vorhin besser ausgesehen. Wir haben ein paar richtig gute Spieler auf der Gegenseite. Ich mach das nochmal an. 3 Kills, 5 Kills, 3 Kills, 21 Bodentages gekillt, das ist böse, das wird wahrscheinlich die Stuka sein oder so und die, ja, irgendwie sowas, also da war vorhin einer, der richtig abgeräumt hat und das ist wahrscheinlich der. So, lassen wir mal an und gucken wir mal kurz, was wir denn machen. Ja, super. Ich muss mal kurz beiseite legen.
Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel irgendwelche Elektronik, die aufgeladen werden will. So, jetzt wollen wir mal gucken, was sie jetzt machen. Das ist doch der brillante Kerl, der mich vorhin zusammengeschossen hat. Ja, das ist schon schade, dass ich hier irgendwie hauptsächlich gegen Messerschmitts kämpfen muss und gegen Stukas und wenig gegen andere Doppeldecker. Wir haben jede Menge Doppeldecker auf unserer Seite, jede Menge Messerschmitts und Stukas auf der anderen. Aber so ist das gewesen. So, also hier nochmal zu sehen, irgendwie, was wir haben. Eine SU-2, was ein ganz hübsches Ding ist. Das habe ich auch irgendwie im Programm. Wir haben irgendwie hauptsächlich Doppeldecker und McCormick. Und eine Lack 3.8. Hm, okay. Kennt ihr den Sketch von den Marx Brothers? So, mit der Anwaltskanzlei. Groucho Marx diktiert. Sagt so, schreiben Sie an mein Anwaltsbüro. An, was habe ich eben gesagt? habe ich den Namen noch gewusst? Irgendwie, Heddiger, and McCormick. So. Und dann sagt er, nachdem er das gemacht hat und eine Minute irgendwie diese ganzen Namen, immer wieder denselben Namen wiederholt hat, sagt er dann so, lesen Sie vor. Und er liest das irgendwie präzis vor. Und dann sagt er, Sie haben den wichtigsten Heddiger, einen wichtigen Heddiger haben Sie vergessen. hat er aber gar nicht. Es war, naja. Aber es sind so diese alten Dinger. Ich glaube, es kennt keine Sau. Keine Sau kennt Marx Brothers. Doch, alle kennen Marx Brothers, aber keiner hat es gesehen. Das Beste. So, das ist wieder irgendwie diese wundervolle Szene, wo ich hier über Stalingrad fliege und ich gesagt habe, fliegt nicht über Stalingrad, weil da irgendwie jede Menge Flak ist, die euch zurichtet, dass ihr aussieht wie nach einem Boxkampf gegen die Klitschko-Brüder, 2 gegen 1. Ich tue es jetzt trotzdem, einfach nur, weil ich so ein Typ bin, der daran glaubt, wenn er nur tief genug fliegt, dass ihn schon keiner sieht. Gehen wir noch tiefer. Tiefer. So, Blümchen pflücken. Blümchen pflücken während des Flugs ist verboten. No? Also, keine Blümchen pflücken. Schön zu hören. Keine Blümchen pflücken. Wieso wachsen hier noch Bäume? Wieso wachsen hier noch Bäume? Ich denke, das ist hier irgendwie so bombenmäßig alles zugenagelt. Warum sind da Bäume? Einschmeißen. Weil die habe ich noch alle auf Videotape. Videotape, kennt sich noch einer irgendwie aus? Erinnert sich noch einer an Videotape? Ich glaube nicht. Die neue Generation kennt das nicht mehr. Genauso wie die Videotheken. Hier ist irgendwo eine Flak, die habe ich irgendwo. Ja, ja. Weg von der Flak. Ich mag Flak nicht. Flak macht mich nicht.
Vielleicht sollte ich anfangen, so zu fliegen und nicht mehr den Doppeldecker. Vielleicht sollte ich versuchen, nicht mehr fair zu sein. Und gleiche Bedingungen für alle haben. Ich fliege eigentlich nur den 15 bis, weil irgendwie der zumindest ein bisschen Erfahrung und Geld bringt. Mit den Reservefahrzeugen verdient ja gar nichts. Also da gibt es irgendwie 30% oder so für Geld und ich weiß nicht, Erfahrung auch nicht so doll. Und der hier ist nicht wirklich besser, ein bisschen, aber ich fliege den eigentlich hauptsächlich, weil das nicht völlig umsonst ist, was man hier macht. Und vielleicht esse ich den ja, wer weiß. Viel lieber fliege ich die Zukowski, aber die passt hier nicht so richtig rein, die kostet hier zu viele Punkte. Und die kriegt man auf dem Level hier irgendwie kaum zusammen, es sei denn, dass man hingeht und massenhaft Leute abknallt. Was ich auch gern machen würde, wenn die sich nicht alle selbst umbringen würden. Was ich irgendwie ausprobiert habe mit bestimmten Bombern, also wirklich auf Bombenflüge zu fliegen, das macht total Spaß. So hier ist wie Blenheim zum Beispiel. Das ist so ein richtiger Tiefflugbomber. Wurde so auch eingesetzt, als sie Köln bombardiert haben, glaube ich. Oh, da haben sie sogar eine Blenheim. Haben sie überhaupt eine Blenheim verloren? Ich glaube ja. In doppelter Form. Also mit der Blenheim auf dieser Ebene zu fliegen, das ist wie ein riesigen Panzer irgendwie in Bodennähe zu fahren. Das ist super cool. Ist so träge und das ist einfach toll. So, und da hat gerade jemand eine Bombe drauf geschmissen, deswegen raucht es da vorne. Oh, nee, das ist einer von uns. Die so, die da eben mal was rausgeschmissen hat. Du ist. Nein! Nein! Nein, das ist nicht. So eine Scheiße. Der hat mir doch gerade die Basis von der Nase weggepumpt. Oh. Erst bringen sich alle Deutsche um und dann bombt man die. Ja, ich bin diesem. Doppeldecker dauert erst eine halbe Stunde hierher zu fliegen, ne? 7 Minuten, aber. Counter-Attack. Ah. Und dann mache ich gleich noch fast Selbstmord hier. Die Frage lautet: Was mache ich jetzt mit der Bombe? Schmeiße ich sie auf eine Basis drauf? Auf den Flugplatz? Also, ich habe es mal versucht, einen Flugplatz anzufliegen. Nicht sehr schlau. Es sei denn, dass man steigt vorher wie blöde. Ah, da ist ein Battle. Da kann ich die Bombe loswerden. Bisher habe ich nicht besonders viel Glück gehabt mit meinen Bomben. Aber direkt vorm feindlichen Flugplatz. Na, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir wieder eine leichte Feindpräsenz, die ich irgendwie spüre. So, theoretisch bringt das Bombardieren von oder das Zerstören von Bodenzielen fast mehr als so eine blöde Basis. So, jetzt machen wir erstmal wieder Folgendes. Wir nehmen uns wieder den Dings hier und machen den Max größer. So. Was, da kommt es. Ich bin zu schnell. Da sind auf jeden Fall Targets.
Nein! Okay. Da sind auf jeden Fall jede Menge Bodentargets. So. Und ich irgendwie nicht richtig angeflogen habe. Aber jetzt mal ein kleiner Tipp. Wenn ihr so ein Ding anfliegen wollt, gerade wegfliegen, Looping drehen, Motor abschalten. Das war Nummer 1. Man kann das auch anders machen. Man kann auch eine kleine Runde fliegen. Das hat den Vorteil, dass ihr besser zielen könnt und mehr Geschwindigkeit haltet. So macht man Bodentargets. Also theoretisch geht das, theoretisch kann ich das. Noch ein praktisch, irgendwie hat man manchmal Tage, an denen man verliert und Tage, an denen die anderen gewinnen. Das geht mir ziemlich häufig so. Na komm. Und wenn ihr darauf achtet, wie ich steuere. Oh, da kommt irgendwas. Aber wo? Achso, das ist ein Freund. Alles klar. Hat er mir das Ding weggemacht? Meine Bodentargets. Hat er gesehen, dass ich irgendwie hier die Punkte mache und hat er mir die Punkte weggenommen. Dreckskerl. So. Da ist aber noch einer. Ne, den habe ich schon gekillt, ne? Aber der daneben, der ist noch da. Das Doofe ist, wenn ein Friendly da ist, dann weiß man nicht, ob es ein Friendly ist oder ein Enemy. Das ist immer sehr ärgerlich. So, die meisten auf diesem Niveau treffen, aber... Da kommt was. Schau an, das ist nicht freundlich. Macht er wieder Selbstmord? Und da kommt noch einer. Dreckskerl. Wieso ist er da an mir dran? Ich hab doch irgendwie sauber. Dreckskerl. Was ist das? Monoplates. Muss das denn sein? Der macht wirklich einen Turnfight mit einem Doppeldecker. Ich kann ihm empfehlen, dass es klügere Sachen gibt. Und den habe ich endlich gekriegt. Nein, 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 nein. Man macht niemals einen Turnfight mit einem Doppeldecker. Es sei denn, dass man selbst im Doppeldecker sitzt. Weil so, und jetzt wollen wir mal sehen. Das ist... Das sind 110? Was hat das Ding denn hier zu suchen?
Scheiße. Irgendwann geht dir die Munition aus und dann kriegst du, dann komme ich. Dann komme ich. Vielleicht fliegst du mir auch so rein. Wenn du nett bist. Und vielleicht schieße ich dir auch dein Heckgunner ab. Oh, zumindest scheine ich ihn irgendwie auch so eine Art kleine Aufmerksamkeit zu haben. Das finde ich irgendwie gut. Nein, doch nicht. So, ich möchte jetzt mal wissen, wo er hinfliegt. Ich mache mal kurz die Map wieder ein bisschen größer, was irgendwie. Okay. Nee. Das ist eine Stücke, ne? Ich glaube, ich habe ein paar Mal erwischt. Scheiße! So 17, okay. So 17. Okay. Das ist keine Schande gegen den Du 17. Ich habe ihn aber definitiv angeschossen, aber. Boah, jo. Zumindest einen habe ich mitgenommen, ne? Jo, 4 Bodentage zu einem mitgenommen. Sieht nicht so schlecht aus. Es wäre besser, wenn ich 2 gekillt hätte. Die Lack 3.8 macht einen ziemlich guten Job hier, wie man sieht. Der Rest sind vor allen Dingen Bomber. Und ich. Ey, ich bin Fallschirmspringer. Super. Okay, die Gegenseite besteht aus. Was ist das denn hier für eine? Das gucken wir uns mal kurz an. Der ist bei. Oh. Der ist bei 2 Tagen. Das ist nicht 4 Tage. Das ist nicht wahr. Der ist ganz jung. Der macht einen guten Job. Achso, warte mal. Number of Sessions. 485. Okay. 485 Sessions sind ein bisschen mehr als ich. Wieso hat der so viele Sessions? Wo kommt das denn her? Er hat doch gar nicht so viele Stunden verbracht. 485 Sessions. Das habe ich doch nie. 485 Sessions? Niemals. Simulation? 200. Okay. Na gut. Das ist nicht schlecht. Jetzt wollen wir mal sehen. Zurück. Und wir müssen sowieso einen Augenblick warten. Na, ich könnte jetzt den Zoo fliegen oder den Bomber. Und mit der Zoo könnte man natürlich versuchen, das zu reißen. Habe ich die nicht ausgeforscht? Meine Güte. Die ist stuck. Okay. Könnte ich sofort fliegen, weil ich genug Punkte so. Ja, ich habe genug Punkte dafür. Aber mal gucken. Ich fliege die einfach mal. Und Bomben
4x5 auf 4x100. Das ist schon mal etwas. Dann machen wir nochmal eine Bombe. Schlachtflugzeug oder wie auch immer man das Ding nennen will. Ja, mal wieder. Jetzt. So, der ist jetzt ein bisschen schneller. Wenn er 200 voll hat, dann geben wir ihm keine Flaps. Das ist ein bisschen fixer. Sackt dann irgendwie einen Augenblick ab. Das heißt, das sollte man nicht vor dem Wald machen oder direkt über dem Wald, wie ich jetzt gerade. Sondern vielleicht ein bisschen steigen vorher. Naja, geht aber. 200 reicht. So, ich nehme mal ein bisschen zurück. Der überhitzt manchmal. Es ist alles noch Stock, das Teil. Stock, Stock. Spitzerstein. Hamburger. So, jetzt mal gucken. Ja, jetzt habe ich auch einen guten Schützen an Bord, nämlich meinen getreuen Gefährten Knall. Gefreiter Knall. R-Knall, Ratterknall. Und mal gucken. Ja, wo schmeiße ich jetzt meine Bomben ab? Ich denke auf die Base. Dieses Mal irgendwie lasse ich mir den Kill irgendwie von dieser Base nicht wegnehmen, von Anzu, sondern ich bin derjenige, der es wegnimmt. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwie besonders viele Punkte dabei kriege. Also die Targets, die Bodentargets, die haben eben richtig Punkte gegeben und die haben auch Geld gegeben. Das habt ihr vielleicht gesehen. Vorher habe ich irgendwie so rumgekrebst bei unter 100. Was ist das denn jetzt für ein Mist? Was war das denn eben? Habt ihr das gesehen? Plötzlich hat irgendwas mein Flugzeug durchgeschüttelt. Das ist, glaube ich, wieder Flak hier, ne? Dann bereiten wir uns mal darauf vor, dass da Flak ist. Also irgendwas hat eben. Das ist die Fabrik von Stalingrad, wo irgendwie diese. Cytec, Vasilev Cytec, dieses Enemy at the Gates, das ist wahrscheinlich hier diese Fabrik gewesen, in der sie gewesen sind. Und der Rest der. Boah, also der Wohnraum ist billig, sag ich mal. Das sieht irgendwie aus wie. Boah, ein bisschen besser als Hamburger Sozialraum, Wohnraum. Boah, schon in Ordnung. Da kann man gut leben. Aber die Minen sind. Oh nein! Nein! Nein, das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich nicht. Guckt euch das an! Guckt euch das an! Also, wenn ihr euch fragt, wie werden Leute zu Teamkillern? Genau so. So werden Leute zu Teamkillern. Indem sie. Das. Na, jetzt schon wieder! Guck mal, nein! Neue Durchflüge! Ich glaube das nicht! Und jetzt noch ein. Jetzt weg, ja? Mach das jetzt weg. Ja. Jetzt mach das noch weg. Bumm. Öffnen. Und jetzt kriege ich nämlich keine Punkte dafür. Weil das Ding irgendwie schon so gut wie weg ist. Das heißt, ich schmeiß da irgendwie meine Bombe drauf und dann sagt, oh, es zählt für irgendwie ein. Für Krümelchen XP oder so. Das kenne ich schon. Es gibt hier einen Bombenschacht. Wir sind Bomben. Hatten wir das? Irgendwie ist ein Déjà-vu. Ich weiß auch nicht. Das ist ein Déjà-vu. Déjà-vu? Déjà-vu?
dann aber gleich. Wir haben hier irgendwie diese anderen Tages. Aber das ist mit dem Ding hier nicht sehr effektiv, finde ich. Also ich mache das nicht so gerne. Vor allen Dingen, da sind garantiert wieder irgendwelche Leute, die mich abknallen wollen. Ich kenne das doch schon. Und während ich vorhin in einem Doppeldecker irgendwie den Kampf hätte liefern können, mit dieser schwerfälligen Maschine, gefreiterer Knall. Ich weiß auch nicht, wie irgendwie, was das für Eltern sind von dem Typen. Und wie, wenn man schon Knall heißt. Warum bekommt man dann den Vornamen Ratter? Also, ich meine, gut, okay, Ratter, das ist jetzt sozusagen die Ratte, also praktisch das Flugzeug, ne? Das so von wegen diese I-16, die wird ja irgendwie Ratter genannt und vielleicht irgendwie Ratterknall? Wer weiß. Das hört sich sowieso kein Mensch an, was ich hier rede. Ist vielleicht auch besser so. Das heißt, ich kann ja mal versuchen, das Ding irgendwie mit Bombenschacht abzuwerfen. Ja, da haben wir das mal schon Target. Guck mal da. Und mit etwas Glück treffe ich das sogar. Die geben Punkte eigentlich. Bam. So, und da vorne sind auch noch Targets. Und bei meinem Glück sind das alles Friendlies, richtig? Nein, das ist Light Pillbox, das ist ein Treffer. Bam. 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 Oh, das war effektiv, möchte ich sagen. Das war überraschend effektiv. Also gut, Leute, also so macht man's. Ich hätte euch das jetzt nicht, ich hätte das nicht gedacht, dass ich das irgendwie sage, aber irgendwie genau so. Es ist auch was Neues. Es war jetzt bisher noch nicht so da gewesen. Und ich möchte wetten, dass das jetzt eben effektiver war als als die blöde Base zu bombardieren. Die Base zu bombardieren ist meistens. Ja, kommt da irgendwas hinter mir? Ich könnte natürlich jetzt einfach hinten rausgucken, aber das ist feige. Wir machen lieber Folgendes: Wir verlassen uns darauf, dass sie uns nicht entdecken, wenn sie zurückfliegen. Die mal was hier tief gehen. Baumkuschler. Genau. Blumen pflücken, Baumkuscheln. Ich mag das, wenn die Bäume diese wundervollen Geräusche machen, so tsch, tsch, tsch. Na, ob man da durchfliegen kann? Auch das. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man landet, gibt es ein bisschen mehr Punkte und ich glaube, dass ich irgendwie das mit diesem Flugzeug vielleicht sein lassen sollte. Tatsächlich ist die Su irgendwie ein super Flugzeug. Ich habe damit überraschend viele Kills, weil die Leute diese Maschine eindeutig unterschätzen. Und, oh, die bombardieren unsere Base. Verdammte Axt. Da unten. Na, das wird das längste YouTube-Video, das ich jemals gemacht habe. Definitiv. Oh, das ist eigentlich. Eigentlich muss ich das machen. Eigentlich muss ich das machen. Ich hoffe, dass ich da unten durchpasse. Hallo, Kopf einziehen. Also ich meinte ja, dass ich irgendwie kein guter Pilot bin. Das ist ja eigentlich schon richtig. Also ich bin irgendwie gerade mal irgendwie einen Monat dabei bei. Na, da komme ich nicht durch, da ist ein Mittelfeiler. Das ist
zu viel Spannweite dafür. Auch die nächste Brücke kann ich nicht. Naja, ich glaube, ich soll es jetzt nicht irgendwie übertreiben. Das war eben schon. Das war eben schon irgendwie so ein bisschen übermütig für mich. Da komme ich nicht durch. Ich glaube. Nee. Nee, 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 nee. Also, vielleicht mal irgendwie. Ich kann es ja mal üben. Guck mal hier. Wisst ihr, was das ist? Das ist Flak. Hier sind Flaks. Guck mal da. Da ist ein Flak, glaube ich. Das ist ein Panzer oder so. Ja. Ein feindlicher. Ja, ich habe aber nichts dabei, was ich da gegen den Typen einsetzen kann hier. Also ich kann ihn natürlich mit Bordwaffen beschießen, aber ja. Dieses schöne Einschläfern, die Summen des Motors, das macht einen irgendwie auch total träge irgendwie. Fühlt man sich so wie irgendwie den eigentlichen Helden von Biene Maya, die kleine fette Drohne. Wie heißt sie? Willy? Das ist der eigentliche Held gewesen dieser ganzen Serie. Meinte, glaube ich mal, die Macher meinen, dass es nicht Maya gewesen ist, die die Heldin war, sondern Willy, weil Willy völlig normal war und war eben scheinbar nichts Besonderes. Aber er hatte Freundschaft und Solidarität und Loyalität und hat seine Freunde geholfen und das sind irgendwie Sachen, die total viel wert sind und deswegen war er der heimliche Held von dieser Serie. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also hat mir irgendwie noch nicht jemand irgendwie so mich darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, wer das war, aber einer meiner Freunde. Das gebe ich immer mal so weiter. Ich meine, es muss die Hölle sein. Es muss Krieg muss die Hölle sein. Stell dir einfach mal vor. Du bist, also für, ich meine, die haben von hat der spanische Bürgerkrieg angefangen? 35. Von 35 bis 45, 10 Jahre lang. 10 Jahre lang fliegst du als Gunner mit so einem Piloten wie mir. Der die ganze Zeit nur redet. Die ganze Zeit redet. Du irgendwann klemmst du dann am Geh raus und drehst du nach vorne und dann stellst du fest, da ist eine fette Stahlschicht zwischen dem Piloten und dir. Und du kannst dann nicht mal durchschießen. Und du sagst einfach nur, halt die Fresse. Aber das geht nicht, weil es ist ja Krieg. Und der Typ, der da irgendwie vorne sitzt, das ist dein Vorgesetzter, der ist weisungsberecht und labert wie blöde. Ja, und was machst du denn dann? Ich meine, du steckst dir doch letztendlich am Ende, steckst dir dann MG, also dann 15 oder wie auch immer das Ding, das hieß MG3 oder, ja, ich glaube MG3 hieß das Ding, nee, wie hieß das Ding, was sie da drin hatten, auf jeden Fall ist das eine 8mm MG gewesen, also 8mm, die Leute sagen, es ist ein 7mm, das ist nicht falsch, das ist falsch, es ist ein 8mm MG, das ist ein deutsches 8mm MG. Warum heißt das 7,62? Weil die Amerikaner irgendwie nicht in MG nicht richtig messen können, die messen irgendwie den Innenlauf und nicht jetzt außerhalb von den Zügen, so wie das gemessen wurde, es ist ein zöllischer, das ist kein zöllischer Lauf, das ist ein metrischer Lauf, 8 mm und der hat dann eben 7,62, das sind die Züge in dem Lauf, die messen nicht außen, die messen in und sagen 7,62 und dann ist es aber fucking keine 7 mm, es bleibt 8 mm und ja, genauso wie 20 mm 20 mm Kanone ist. Ihr könnt mich wahnsinnig aufregen, sowas irgendwie, weil die Leute sagen, oh, 7 mm, es sind 8 mm, die da rauskommen. Denn das, die Patrone hat 8 mm und die wird dann praktisch in diese 7,62 hineingepresst. Und ja, also wenn es 7,62 wäre, dann würde sie nicht in die Züge passen. Also es ist eine 8 mm Patrone, das ist klar. Also, okay, klugscheißer Modus aus. Aber auch ganz interessant, wenn man das mal irgendwie gemacht hat. Ich habe irgendwann mal sogar mit dem MG3 geschossen, ich war auch mal bei der Bundeswehr und sowas und das ist eine Erfahrung, das war ehrlich gesagt einer der besseren Momente der Bundeswehr. Ansonsten war das relativ sinnfrei. Also
nicht, dass da irgendwie keine Leute waren, die irgendwie ganz okay waren, aber es waren eben halt auch einige Leute, die nicht ganz okay waren. Die waren meistens die Leute, die weisungsbefugt waren. Also die das freiwillig gemacht haben und nicht wie ich unter gemäßigtem Zwang. Also von wegen. Warum? Achso, da ist meine Landebahn. Ich denke eben schon, wo ist meine Landebahn hin? Die ist bombardiert worden, glaube ich. Die wollen die weghaben. Das ist irgendwie eindeutig ein. Also, weiß nicht, neue Heimat oder so. Irgendwie, die wollen hier irgendwie irgendwelche Gentrifizierung vielleicht. Also, ich bin ziemlich sicher. Gear down. Okay. Das sind die beiden roten Lampen da unten, die dann auch gerne auf grün schalten. Schalten auf grün, verdammt! Okay, ich hoffe einfach mal, dass sie hier unten sind. Ah, da oben rechts sind sie, genau. So, jetzt machen wir mal Landeklappen raus. Top, 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 top. Ein bisschen schön runter mit der Geschwindigkeit, obwohl das Ding so geht alles. Geht alles, geht alles, geht alles. Das darf gar nicht schnell sein. 167. Ja, Landeklappen bringen es bei dem Ding voll. Und jetzt muss ich sogar ein bisschen Gas geben, ansonsten krache ich hier irgendwie in die. In die Botanik. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir eine Landung hinkriegen ohne. Totale Scheiße zu bauen. Naja, gut, okay. Das war, ja, ich habe sowieso das Gefühl gehabt, der hat ein bisschen geeiert. Der Propeller, das ist schon okay, dass er weg ist. Das, ich glaube, der Propeller mochte mich nicht. Ziemlich sicher. Und, das ist, also ich meine, die Sache ist die, irgendwie für die, für das Lokal, wo, die ganzen Leute nach dem Flug dann sitzen, also für die, wie nennt sich das, Offiziersmesse oder Latrine war was anderes bei dem Militär, ne? Naja, jedenfalls, der Unterschied ist marginal. Jedenfalls, da hängt dann irgendwie so ein Propeller an der Decke, also so an der, und die müssen ja von irgendwoher kommen. Und das nennt sich dann irgendwie halt in eine Richtung. Ich resette nochmal meinen Trecker. Ist gar nicht nötig gewesen, aber ich mach das einfach mal. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Sind es 2 Minuten und 40 Sekunden? Im Ernst? 2 Minuten und 40 Sekunden? Und ich bin nicht am ersten Platz? Wieso bin ich nicht am ersten Platz? Na gut, ich starte mal, weil irgendwie, dann hole ich mir noch die Startboni. Und dann schaffe ich vielleicht die 3000 fucking Punkte. So, es sei denn, dass ich jetzt irgendwie zum Amüsement aller schlicht und einfach platze beim Start oder wie das Ding hier verpatze oder sowas. Glaube ich zwar nicht, aber heben wir mal ab. Fahrwerk rein. Ich habe gesagt, es wäre vielleicht ganz klug, ein bisschen zu steigen, bevor man die Flaps einzieht. Also 200, ungefähr 200 muss man haben. Und wie ihr seht, man fällt ein kleines Stückchen mit der Su. Also die Su ist großartig. Die Su ist im Prinzip ein total unterschätztes kleines Flugzeug. Ich habe, also wenn man die verdammten Bomben rausgeschmissen hat, dann fliegt sich das Ding richtig gut. Und ich habe mit der Su gegen Japaner, so KI-41 und was weiß ich, solche Jäger, da hatte ich drei von am Würzel und das ist, ich habe zwei davon abgeschossen und den einen in Brand geschossen, dass er nach Hause musste. Also das war unglaublich, diese Maschine ist einfach unfassbar. Also hier, gefreiter Knall ist, also Ratter, so unter uns, Ratter. Der ist, ja, der war richtig nützlich. Der, also ich habe den irgendwie benutzt, um die irgendwie anzuschlagen. Und dann habe ich irgendwie, dieses Ding ist wahnsinnig wendig. Also wenn da keine Bombenlast drunter ist, also zing, geht das irgendwie. Also ihr müsst euch immer die Wendezeit von dem Ding angucken, zumindest ohne Bomben.
Das ist schon nicht schlecht. Und wenn man das Ding vernünftig fliegt, also praktisch so ein bisschen Energy Retention macht oder so, dann kann man eine angeschlagene Jagdmaschine durchaus ärgern damit. Das geht ganz gut. So, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, in 2 Minuten da oben zu kommen. Wir haben 2 Minuten noch. Wie lange steht oben? 10 Sekunden. Na, das wird ein bisschen knapp. Fast vorweg vielleicht. So, aber damit ist auch der längste Beitrag aller Zeiten, irgendwie, den ich gemacht habe, ist damit zu Ende. Und ich habe die 3000 nicht geschafft. Okay. Die Menge meiner 22 ist und ein Abschuss. Scheiße. Okay, also es gibt Leute, wie Bismarck, es gibt Leute wie Sheriff, es gibt Leute wie Kurfürst und Bo. Und dann gibt's mich. Das ist 22 ist kein Abschuss. Ein fucking Abschuss. Scheiße. Activity 87%. Verdammt, ich hab das verdient, aber ich hab's nicht gekriegt. So, aber irgendwie, hey, ich hab meinen Fuselage Repair gekriegt. Das ist toll. So, ja, und ich hab hier, ja, nee, wir machen jetzt nicht weiter. Wir beenden die Session und ich baue noch kurz meine Maschine aus und nein, 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 wir gehen hier raus. So. Return to Anger, ja. Wollen wir. So, das ist auch irgendwie 11 Uhr abends. Ich, nein, 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 das ist natürlich jetzt irgendwie alles Blödsinn. Okay. So, da haben wir jetzt. Also, diese ganze Fliegerei, die ihr eben gesehen habt, ihr wart ja nun Zeuge. Und falls ihr irgendwie Zweifel daran habt, ob das irgendwie sinnvoll ist, ich meine, die Su habe ich nur zweimal ausgeflogen. Mit zwei Sorties. Und die Fuselage habe ich hier erforscht, den Radiator habe ich erforscht. Und ich meine, darin seht ihr irgendwie, ich bin immer noch ein ziemlicher Kacknoob und ich hätte nicht diesen Kram nehmen sollen, sondern das hier, den ich jetzt immer noch nicht habe. Das heißt, ich kann nicht die gute Munition auswählen, das war eben Fail. Okay, also so, ihr nehmt irgendwie, was sehe ich, die Fuselage ist okay, dann Weaponry und dann erst irgendwelche anderen Sachen, weil irgendwie die Weaponry braucht ihr, damit ihr die vernünftige Munition einlegen könnt. Ohne diese vernünftige Munition ist das ziemlich keine so schlaue Idee. Und meine Piloten haben. Oh, geht so. So, diese Reload Speed ist der Armorer Skill. Na, ich glaube, das ist irgendwie mehr für die Kindermodi oder so. Das ist irgendwie relativ unwichtig für. Das hier ist diese Weapon Maintenance, also praktisch dieser untere, der ist irgendwie total wichtig, weil damit die Ausfallwahrscheinlichkeit von Waffen irgendwie im Dauerfeuer reduziert wird und die Genauigkeit eurer Bomben wird verbessert und die Genauigkeit der Waffen selbst, dass man genauer schießen kann. Das ist also total wichtig, dass ihr das hochzieht für alles Mögliche. Das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Irgendwie bei den Gunnern schreibe ich, sagt ja auch nochmal, die Anzahl der Gunner, irgendwie praktisch ist einer, zwei, drei, vier bis 10 maximal, also 5 immer irgendwie in halben Schritten. Diese beiden Sachen sind einigermaßen wichtig.
dass man sie hat. Und G-Tolerance ist, wenn ihr euch bewegt und ihr bewegt euch, wenn ihr mit der Su zum Beispiel fliegt, weil das ist nur ein 8 mm MG nach hinten. Und ihr geht nicht in die Rückansicht und lasst das Ding dann geradeaus fliegen und zerlegen vom Gegner, sondern ihr sorgt dafür, dass ihr defensiv fliegt. Das heißt, eure Power als Pilot ist viel wichtiger im Defensiven als im Offensiven. Das könnt ihr auch die Maschine machen lassen. Die schießen nämlich ganz okay. Vor allen Dingen, wenn er dicht dran ist, dann trifft er nämlich dann auch irgendwann. Und das heißt, damit er trifft, braucht er G-Toleranz, weil er damit nämlich dann praktisch die Winkelgeschwindigkeit und all solche Sachen, also wie gut er da also während des Hin und Her und hoch und runter, dass er noch irgendwie einigermaßen schießen kann, das könnt ihr hiermit irgendwie einstellen. Das solltet ihr unbedingt machen. Vitality genauso, weil irgendwie ansonsten ist er sofort tot. Das ist jetzt nicht meine beste Mannschaft. Und Logistik Service hatten wir festgestellt, das brauchen wir momentan nicht so. Das kann ich nicht groß steigern bei dem hier. Den habe ich gar nicht geflogen, den habe ich geflogen. Und da habe ich, oh, Gunners, ich meine, das ist mein Jägerpilot, das ist eigentlich Verschwendung. Ich habe das eigentlich nur wegen der Messerschmitt 110, dass ich die, wenn ich die mal fliege. Hier haben wir die Weapon Maintenance und das ist das, was ich gesagt habe, was irgendwie ganz praktisch ist. Hier steht es auch nochmal. A spread of bombs and rockets, also praktisch irgendwie, ihr könnt es natürlich bei euch in Deutsch lesen. Ich habe den Client bei mir auf Englisch gestellt. Das ist total wichtig, weil Bombs, Rockets und reduce the chance of weapon jamming due to overheating up to 3 times. Das heißt irgendwie wirklich dreimal besser. Und das ist super, super wichtig. Also das habe ich irgendwie festgestellt, das bringt einen riesen Unterschied. Irgendwie gar nicht geskillt und dieses Ding auf 3 geskillt, das ist schon irgendwie deutlich merkbar. Und das sorgt für Leben und Sterben, weil irgendwie so häufig bin ich zurückgekehrt mit kaputten MGs. Das kann schon gar nicht mehr wahr sein. So, und das war eigentlich alles, was ich davon hatte. So, ich hoffe, dass ihr einen schönen Abend gehabt habt. Ich hatte meinen Spaß. Ich bin halb heiser. Also, neulich habe ich gesagt, ich bin heiser. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, ich habe jetzt eine Ahnung. So, also, mach's gut. Sehen wir uns das nächste Mal. Hoffentlich.